Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy 12. Wir machen weiter. Wir haben uns ein bisschen ausgerüstet. Und zwar können wir mal gucken. So, Zypressenstab, Wildlederhelm, Lederpanzer. Dann haben wir hier Seidenhemd und Leuchtkäfer und Streitkolben, Zipfelmütze und Seitenhemd. Das ist ja schon das Optimum, was wir hier haben. Und jetzt geht's hinein in den, ja, Dungeon. Schön ist an diesen Schatztruhen, dass die immer wieder neu auftauchen. So Mini-Mimics. Bam. So, dann haben wir hier noch eine Mini-Mimik. Wir sollten die großen Mimics eigentlich in Ruhe lassen, um ein bisschen zu leveln. Eisenstück. Wir lassen das. Wir wollen es in Ruhe lassen. Das ist eine Kiste. Genau, jetzt sind wir hier nämlich. Hier sind wir in dem Tunnel. Deswegen heißt es ja auch Barheim Tunnel. Weil wir hier so eine. Wir haben jetzt kein Ding, ne? Aber hier gibt es die alte Förderstrecke. Wir müssen eigentlich abwarten, bis die alles dunkel ist. Die greifen halt. Ah ja, komm. Soll's. Hier greifen wir noch an. So, haben wir das hier noch. Und die kleinen Mimics, die können wir machen. Da mal einen. Zombie. Gifthieb, jemand vergiftet noch. Schattenstein. So, und der nächste Zombie. Und wenn es dunkel ist, dann kommen nur Zombies. Und ich denke auch Skelette. Das ist halt richtig geil. Von daher können wir hier richtig schön leveln. Wir haben einen recht niedrigen Level. Barsch ist vergiftet. Aber ich bin ja nicht so. Haben wir genügend gegen Gift? Ja. Schon okay. Da geht es auch irgendwo mal links rein. Heiltrank. Und draufhauen. Ich meine, die Kamera sieht echt scheiße, aber. Ein Gespenst. Das war ein Spuk, wie er hier heißt. Hier müsste ich fast mal rechts weiter. Links ist er natürlich. EP. Faulfleisch, das kann man dann auch verkaufen. Ne? Da geht was. So, hier wird es dunkel, das ist gut. Wie gesagt, wir haben jetzt, ja, Level 6 habe ich jetzt. Wenn wir bedenken, dass Pyros, das Pferdchen von vorhin, Level 10 gehabt hat, um man am besten mit Level 10 zu dem Bossgegner geht, sind wir noch ziemlich weit unten vom Level her. So, Glaskugel, sehr geil.
der Stufenaufstieg. Ah, da kommen jetzt wirklich drei Stück hier. Na, das ist halt blöd, wenn man so komisch rumsteht. Okay, Spuk, Batteriemimik brauchen wir jetzt nicht. So lässt sich auf jeden Fall gut leveln. Ich würde sagen, dass wir hier eine ganze Weile. Wir laufen mal links weiter. Du komm schon. Sind die beschäftigt da unten oder was? Ach, das kann man fähig, der Barsch. Wieso tut denn niemand heilen? Ich kann dann später auch eingeben als Gambit, dass automatisch bei Kampfunfähig Phönixfeder oder natürlich Erzengel oder Engel gezaubert wird. Jetzt rennt es weg, das blöde Vieh. Also gut, hier Angriff. Ist das schon wieder Kampfunfähig? Ja, der hat halt auch nichts, ne? Auf Phönixfeder. Jetzt heilt ihn doch mal jemand. Wo ist denn der andere Typ? Wo ist denn dieser? Was macht denn der da hinten? Leute. Soll er noch mal heilen? Ich hab extra. Alter. Ich hab extra eingegeben als Gambit. Soll heilen. Schon wieder, ne? Also. Das kriegt man nicht erklärt. Noch mal die Punkte. Daran liegt es doch nicht. So, kommt schon, Leute. Könnte vielleicht irgendjemand Fran heilen von euch? Ist das möglich? Ach, jetzt keine. Fran hat selber keine Magiepunkte mehr, ist ganz rechts, ja, okay. Deswegen. Ja, da müssten wir mal ein Ding suchen, ne? Wieder einen. Und einen Speicherkristall. Bam, bam, bam. Schön draufhauen. So, das nächste Vieh. Schattenstein. Genau, jetzt hat er mal schon drauf. Wir brauchen auch auf jeden Fall. Schwert für unseren Kumpel hier, der mit den Fäusten zuschlägt. Basch. Bash. Oder wie auch immer. Das machen wir mal das Vieh. Dazu Gegengift. Ja, das können wir jetzt nur brauchen. Jetzt laufen wir mal in die andere Richtung. Hm, das ist der nächste Zombie. Toxin.
Das sind so Sachen, die können wir dann später alle einstellen. Dass mehr auch bei Toxin geheilt werden. Im Moment läuft es eigentlich ganz gut. Wir hauen alle gut drauf. Und Vita, wenn Magiepunkte da sind, funktioniert auch ganz gut. Aber ich sag ja, das ist schon ganz cool. Wenn man bei einem gewissen Punkt vom Spiel ist, dann läuft es auch. Am Anfang klar war zäh. Aber mittlerweile, wenn wir zu viel draufknallen, wenn jetzt Bash noch ausgerüstet ist. Dann ist er auch ganz cool. So. Jetzt war er noch, da kommt schon ein der Geist, Alter. Jetzt hat über zwei Stück da. So viel dazu. Haben wir noch einen. So. Da oben ist eine Kiste. 60 Gil. Da haben wir eine Fledermaus. Euphonie. Das ist ja schon wieder, kann man vielleicht. Was ist denn los mit dem, sag mal? Jetzt hat das der. So. Wie sieht's eigentlich auch mit den. Steigt dann mal wieder irgendjemand ein Level auf. 48. 902. Okay. Sieht so aus, als bei mir als nächstes dran mit dem Level ab. Blind. Geht natürlich gar nicht. Sehe schon, wir müssen nachher auf jeden Fall Gegengift, Augentropfen und Phönixfedern kaufen. Sonst wird das nichts. Ist aber schön, nach den ganzen Sequenzen, der ganzen Geschichte, den ganzen Erzählungen, dass wir hier auch mal ein bisschen rumlaufen und nur kämpfen. Wir machen das jetzt mal so. Der arme Bash. Bevor er mal einen drauf kriegt. Ja, danke fürs Gespräch. Phönixfeder. So. Und eine. Und einen Heiltrank hinterher. Okay. Sehr cool. Das sind drei Leute blind. Augentropfen. Mach ich mal auf mich. Dann Augentropfen. Fran. Dann geht's hier weiter. Dem Tier. Monster. Zombie, Untoter. Vorher gibt es auf jeden Fall noch irgendwo ein Schwert für meinen Kumpel hier. So, Spuk.
Toxin. Ja, das ist halt. Sieht umständlich aus, aber später werden wir, wie gesagt, die Zauber haben, die dann automatisch gecastet werden. So, was machen wir jetzt? Kommt jetzt noch ein. Wahrscheinlich kommt noch ein Zombie zwischendurch. So, haben wir noch einen Zombie. Und da Mimik nehmen wir nur mit. Komm, jetzt haut halt mal drauf, Leute. Sehr schön. Okay. Hier ist der Punkt, wo halt falsch. Ja, wir müssen diese zwei Mimiks doch ausschalten. Sonst kommen wir da, glaube ich, auch gar nicht weiter, ne? Mit dem. Also gut, wir laufen zurück. Decken uns nochmal mit Heiltränken ein. Und dann müssen wir hier weiter. Es geht darum, das Tor zu öffnen. Dann kriegt unser Kollege vielleicht sogar sein Schwert, das er zufällig findet. Sehr schön. Schattenstein. Spuk. Und schön drauf, Leute. Ja, das ist natürlich jetzt ein ganzes Stück, was ist da hinten eigentlich? Eine gar nichts. Da ist nichts. Schattenstein. So, wir sehen es hier. Links ist nichts. Wir müssen hier rechts weiterlaufen. Das Coole ist halt wirklich, dass wir auf der Karte halt auch sehen, wenn ein Gegner auftaucht. In dem Fall sogar zwei Gegner gegen Gift. So, der nächste Spuk. Ja, schon wieder vergiftet. Gucken, wie viel Leben er verliert, wenn er vergiftet ist. Geht so, ne? So, hier haben wir noch einen Spuk. Und einen Zombie. Na toll, drauf. Sie sind beide ver... Na gut. So, wenn die da kämpfen, tue ich jetzt mal alle hier schön. Okay. Ah, sie hätten geheilt. Okay.
dann wollen wir tatsächlich. Sind vier hier unten angreifen. Keine große Sache. Oh, das ist ein Zombie. Wenn sie mal mehrere Viecher sind, dann ist es schon blöd. Komm schon. Sehr schön. Wir müssen zu dem da vorne. So, was ist da oben? Was ist das da? Schon wieder so ein Zombie. Sehr schön. Da hier rein und dann klopfen wir die Mimics mal weg. Vier Stück waren insgesamt. So, Königsfeder. Und sein Fuchs. Sein fuchsischer Zustand weg. Okay. Also gut. Irgendwie gibt es irgendjemanden. So. Da geht es natürlich zurück. Das war aber nicht der Weg, den wir wollten. Wir brauchen das letzte Mimik. Königsfeder. Ich weiß, ich wollte mich eigentlich ausrüsten, noch ein bisschen. Aber. Wir müssen auch noch rum. Keine Ahnung. Da war ein kleines. Ich denke mal, dass wir unten dann nach links müssen. So. Das hier brauchen wir auch. Noch ein Mimik, bis wir 100% haben. Da mal ein kleines Mimik. Und das andere, da könnte ich fast wetten. Das sitzt dann da unten. Das da drüben ist auch noch. So. Da jetzt gekriegt. Augentropfen. Phönixfeder. Wir müssen da nach rechts. Und da hinten müsste wirklich das letzte Mimik sein. Genau.
Einmal hier eins. Das kleine noch. Und das große. Das muss hier unten noch sitzen, ja genau. Das ist das andere. Die müssen natürlich alle wegmachen. Die kleinen. So. Und da haben wir es eigentlich geschafft. Sehr schön. Batterie 100%. Das heißt, wir können hier eigentlich wieder raus. Oben gibt es ja so jetzt nichts. Wir können natürlich mal nach oben laufen, klar. Aber da ist halt wirklich gar nichts, ne? Also diese Truhe mit einem Gladiator-Harnisch, der uns im Moment auch gar nichts bringt. Die Mimik sind alle vernichtet. Und wir laufen. Zu unserem Tor. Da müsste es dann auch die Waffe geben. Für unseren Kumpel hier. Da haben wir noch Mimik. Das Tor hier muss nämlich aufgemacht werden. Da wir jetzt 100% haben, gucken wir doch gleich wieder. So. Hier hinten ist noch einer, ist auch ein Bomber. Kampfpudding. Entsprechend. Wir sind ausgerüstet. Augen tropfen. So, komm schon. So, ein Treffer noch. Geil. Und dann müssen wir noch das letzte Mimik suchen. Truhe. So, noch ein Pudding. Ah, da hinten in der Ecke war er. Okay. Ich bin ja blind. Sollte das letzte Mimik sein. Okay. Da oben gibt es einen Schalter. Der ist aber da hinten. Ah, so mehr Mimix. Sieh mal einer an.
So, da unten ist noch einer. So, hier unten ist der. Ah, wir noch einen Kampfpudding rein. Dann kommt auch drauf. Sehr schön. Hier unten. Wo ist denn der Mimik? Da rechts rein, ne? Da müsste noch irgendwo ein Bomber sein, aber ist auf dem Rückweg. Ah, da hinten ist der. Unser Freund hier. Der Batteriesauger. Na komm mal drauf. So, jetzt hatten wir da hinten natürlich noch eine Truhe gehabt. Okay, Skill. Und hier müsste dann eigentlich Buckler. Das ist ein Schild. Genau, da oben ist Zahnrad. Da können wir dann das Tor aufmachen. Und Kampfpudding, ja, ist jetzt keine große Sache, da kennen wir ja schon. Mal greift er automatisch an, aber ich tue trotzdem immer die nächsten Gegner anwählen. Sicher ist sicher. So, wir müssen mal warten, bis er hier verschwindet. Und dann können wir unsere Items einsammeln. Blind, der Baschner. Augentropfen. Ich glaube, sein Schwert ist hinter dem Gatter. Magierkiller. Und Grünsäure halten. Wollen wir mal. Okay. Hier ist es. Hier müssen wir das Gatter öffnen. Was, die Batterie sinkt schon wieder? Warum das? Ja, da ist jetzt gerade was Großes geöffnet. Sehr schön. Und da müsste jetzt irgendwo der Bomber kommen. Wir kennen Bomber ja eigentlich aus jedem Teil. So. Da geht's hoch. Da geht's zurück. Und unten geht's zurück. Hier oben will ich jetzt einfach mal schauen, ob da was ist. Dann wissen wir, wo wir hin müssen. So. Hier ist nichts. Na, okay. Dann gehen wir eben zurück. Da hinten müsste dann auch tatsächlich der. Ah, unten ist er ja schon. Er ist grün, der Bomber, der macht uns nichts. Wildlederhelm. Das sind sogar zwei, ne? Ich lasse mal meine Ruhe.
Nachbar jetzt nicht so stark sind. So, das Gatter ist offen. Jetzt können wir uns noch die Geschichte von... Ich glaube, die erzählt uns jetzt auch, ne? Dass Basch uns die Geschichte erzählt, warum er hier unten ist. Mist seethes. It reeks. Something's close. Nice moves there, Captain. You mean traitor? So they say. But I didn't see him kill anyone. My brother did. Rex. He said he had a brother 2 years younger. I see. He meant you. Your brother. What became of... He's dead. I'm sorry. It was you who killed him. I give you my word. That was not the way of it. Also mal gespannt, wie sich's zugetragen hat. Rex, sir. My name's Rex. All I have left, sir. He's 2 years younger than I. It's time, Bosch. Save the discussion for later. We found them! But if we arrive after he signed the treaty... Sir, we have little time. You must go to the tank. They're slowing us down. Captain Ozymus is... And for my parents. Captain, why? Our king, what have you done? His Majesty was a traitor. A twin brother. Fancy that. But still, the pieces fit, I'll give you that much. And he did look like you. I don't believe you. Of course not. It was my fault that Rex was there. I am sorry. My brother, he trusted you. He trusted you and he lost everything. How can I believe you? Not me, then. Believe in your brother. He was a fine soldier. He fought to the last to protect his homeland. No. Surely he fought to protect his brother. You don't know anything! Believe what you want to. Whatever it takes to make you happy. What's done is done. Habe ich doch gewusst, dass da irgendwie was war. Hier können wir speichern, das ist schön. Und das bedeutet, wir können im nächsten Teil weitermachen. Dann wünsche ich euch was. Macht's gut.